Was geht ab? Nicht schon wieder. Mein Freund hat dieses Schloss mit einem Schutzzauber versehen, der dich umhaut. Wir wollten hier unten keine Kronos oder Diebe oder Spione aus. Er steht direkt hinter mir, oder? Ja. Dieser Freund klingt interessant, nicht wahr, Jack? Unsichtbare Schutzzauber sind nichts, was man mal so eben herzaubert. Und bitte entspann dich. Schönes Teil übrigens. Bestimmt nicht von hier. Dein Freund heißt nicht zufällig Thaddeus, oder? Wollt ihr ihn etwa töten? Was? Nein. Warum denkst du das? Thaddeus sagte, dass ihn ein paar lucianische Killer auflauern würden. Er meint, er habe es gewagt, sich gegen die tyrannischen Gesetze ihres magischen Ordens aufzulehnen. Thaddeus hat den Orden angeführt. Ein Unsterblicher. Jedenfalls bevor er seinen Posten aufgab. Redet er wirklich so? Hey, wir wollen nur mit dem Typen reden. Kannst du uns zu ihm bringen? Bitte. Thaddeus ist nicht hier. Hat diesen Posten auch aufgegeben. Er hat euch aber ein paar Dinge hier gelassen, die euch helfen können. Seht uns an. Wir sind jetzt Freunde. Geeint im Gefühl, von einer Leitfigur verlassen worden zu sein. Thaddeus ist ein Arschloch, das wisst ihr, oder? Er wollte mir helfen, die Bibliothek aufzubauen und einen Weg finden, die Kronos zu erledigen. Wir hätten es fast geschafft, wenn er die Archive hier nicht gefunden hätte. Warum ist er weg? Das ist mir doch egal. Was für Probleme hat er denn mit euch? Ich meine, Lucium ist ja ziemlich... Ach, vergesst es. Das war vor unserer Zeit. Lucium ist faschistisch. Das wollt ihr sie sagen. Habt ihr euch deshalb so gut verstanden, hier in der Bastion der Antikonformisten? Oremen war eine Kommune, Trottel. Konformistischer geht's kaum. Die Magie wurde von allen geteilt, nicht nur von ein paar Hochwohlgeborenen. Eieieiei. Wir sind da. Tja, dann. Thaddeus war ziemlich chaotisch. Vielleicht verrät euch irgendetwas hier, wohin er jetzt ist. Sein letzter Tagebucheintrag und dem Himmel sei Dank mit mehrfach unterstrichenen Kartenkoordinaten. Er ist wohl von Pentak 4.5 zu 357 gereist. Das liegt in Kalfus, direkt im... Oh nein. Er ist zum Berg Dresnia, sofern er die Roshania überwunden hat und die Höhlen von Dresnia. Vorbei an den Magiefressern. Die Ellori. Es heißt, viele von ihnen haben sich in den Höhlen von Dresnia angesiedelt. Tja, das ist Wahnsinn, Jack. Wir können da nicht hin. Wir sind Magni. Die Ellori werden uns direkt töten. Die haben euch zum Fressen gern. Sandrak hat immer noch den Schöpfstein und Thaddeus ist womöglich der Einzige, der weiß, wie man ihn aufhält. Nehmen wir an, Thaddeus lebt noch. Oder du nimmst das an. Ich bin mir sicher, dass er mausetot ist. Wir haben keine Wahl. Nun, wenn du dich unbedingt in eine Höhle voller magiehungriger Dämonen wagen willst, kann ich dich zu einer Kraftlinie bringen, die dich direkt nach Kalfus führt. Also gut, gehen wir's an. Devin, du bleibst hier und erledige alle Kronos, die Lucium zu nahe kommen. Du kannst später dazustoßen. Mach ich. Sei vorsichtig, Jack. Danke für die Hilfe, Anarcho-Rebellen. Immer gern, solange du meine Insel verlässt, Arschkriecher. Im Ernst, wir danken dir. Du willst dich aus allem raushalten, aber ich habe selbst gesehen, wie Sandrak eine Kraftlinie aufsaugt und die Wunde bewegt. Dem ewigen Krieg entgeht jetzt niemand mehr. Tja, wollen wir wetten? Ist echt schade, dass du da reingezogen wurdest, denn du bist echt süß. Viel Glück bei der Suche. Auf nach Kalfus. Man hat's schon nicht einfach, ne? Man hat's ja schon nicht einfach.
Oh, Himmelsinsel. So, Kaltus. Deswegen. Kalt. Sir, ich habe Kaltus erreicht und bin auf dem Weg durch die Höhlen zum Berg Dresnir. Ihr seid doch von hier. Könnt ihr mir etwas über die Ellori erzählen? Das sind Dämonen, die von den alten Reichen in die Erde verbannt wurden. Sie fressen Magie und hassen alle Magni aus tiefstem Herzen. Also ungefähr das, was alle sagen. Sie bedrohen die natürliche Ordnung, Eingeweihter. Und die Pentasat verfluchte sie zu einem Leben in Schmach, Hunger und Finsternis. So besser? Verbesserungswürdig. Also, wonach suche ich genau? Such einfach nach einem verlassenen Stollen. Die haben damals versehentlich die Ellori-Höhlen angebohrt und wurden gefressen. Gefressen? Super. Und wir sind natürlich der Einzige dann, der überlebt, oder wie? Was? Schon wieder Aufstiege? Ja, man kann ja sich nicht beklagen, ne? Tödlicher Schuss, kritische Treffer mit blauem Angriffszahl erhöht den Schaden aus quellenblauer Magie bis zu dreimal bis zu maximal 25% Bonusschaden Stapelpaar. So. Fokus, blaue Sigil, erhöht den Schaden aller Angriffszahlen mit blauen Sigillen. Das ist auch gut. Ja, da haben wir ja schon einiges. Irgendwie barbarisch, aber dennoch lesen sollte man können. So. Portal? Nett. Oh. Sonst noch was? Okay, das ging nicht. Ja, dann mal schauen. Hier haben wir ein wenig Gold und die Schmiede, die ich gesucht habe. Gesundheitsbank. So, von 3 auf 4. 75.200. Ach nee, das war Mana-Pack. Gesundheitspack wäre 100.000. Ach nein, Mana-Pack ist jetzt und... Die wollen es einem nicht leicht machen, ne? Aber das habe ich. Ausgerüstet, ausgerüstet. Ausgerüstet.
Das wäre Rüstung plus 30 Raserei Schaden, 32 alle Magiekräfte. Ja. Warte mal. Gut, Ausrüstung. Kapazität 100. Ja. Kapazität 23. Den hier sehe ich gerne. Haben wir ausgerüstet. Was ist der? Alle Siegen und Rückstoß minus 20% und Nachladezahl minus 12%. Schildschaden, Rüstungsschaden, Regeneration. Dann würde ich den mit dem ersetzen. So, nehmen wir den. Der passt noch soweit. 16 passt auch soweit. So, jetzt mal F zerlegen. Das, was wir nicht mehr brauchen. So. So. Und hier. Da kommt doch noch was zusammen. Ich muss das gar nicht mehr machen. Ja, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch 15.000, ne? Dann hätten wir noch könnten wir noch das zweite Gesundheitspack machen. Aber verbessern. Habe ich da? Da habe ich es nicht. So, verbessern. Das hätten wir alles. Schön. Dann aber wir haben da halt schon einen 50er, ne? Jo. Jetzt
Jetzt können wir aber nichts mehr herstellen. Naja. So. Das war gut. Da sind wir auch wieder ein wenig besser unterwegs. Alter, einfach nur Eis. Sollte mir das gut sein. Okay, ich sehe zwar einen Boden, aber ich kann da noch nichts oder darf nichts. Volkaltus. Okay, da wird wieder Kampf sein. Also ich muss sagen, es sieht schon sehr nice aus. So, wo geht's weiter? Komm schon. Tool. Nöp. Irgendwas ist hier unten. Ja, auf jeden Fall schon mal eine Truhe. Und hier ist auch wieder Arena, ne? Aufwertung merkt man schon, ne? Okay,
Okay. So. Okay, das ist jetzt hier. Verstehe. Und jetzt. Kann ich nicht ganz so. Warte mal. Vielleicht noch. Warte mal. Wenn man schon sieht. Soll man es auch lieben? Alter! Yippie! So, wieder ein wenig Geld. Gar nichts. Besser. So. Also, der als letztes. Ah, warte mal. Okay. So, so. Ja, ja. So. So. So.
Menschen. Jetzt. So, jetzt habe ich es kapiert. Hat ja wieder seine Zeit gedauert, ne? Also, okay, hier kann ich mich irgendwie aus irgendeinem Grund hinporten. So. Hey. Okay. Wieder ein Rätsel. Grün sehe ich. Blau. Wie viel ist rot? Okay, das als letztes. Gut. Da war eine Höhlenmalerei, ne? Oh. Was? 20.000? Nice. Kann ich auch nicht. Da geht's dann wieder nicht. Mal runter wieder. Da haben wir vor allem Mana-Kristalle. Also, ich muss eigentlich nur nach oben, ne? Hier zu sein ist noch nicht meine Aufgabe eigentlich. Oh, wir sind hier. Hier geht's nach oben, oder das sieht zumindest danach aus. Deshalb.
aggressiv und... Ja, Blau macht schon ordentlich Schaden. Das sieht wieder so wie buddhistische Glocken wieder aus. Verzeiht, wenn ich ruhig bin, aber ich bin so überfordert, wie geil das aussieht und allem drum und dran. Echt für das? Oh, Truhe, 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 Truhe. So, das sieht man gerne. Ging besser, als ich es gedacht hätte. Da sind wir mit den voll. Und nice. Oh, ein schön Gold. Das hat man gern. Ja. Essenzen wären mir fast lieber, wenn das mal voll ist. So. Ja. Ernsthaft. Alter! Ich das hasse. Ich hasse das. Boah. Mine, ja. Die mich fressen wollen, noch keine Spur davon. Aber dürften wahrscheinlich auch nicht allzu weit fort sein.
Es ist verdächtig ruhig. Sehr verdächtig. Dann wollen wir mal. Wir werden sehen.